So, der zweite Vortrag des Abends geht über Go, das Spiel der Götter. Hallo, ich bin der Matthias und das wird weniger ein Vortrag als Werbung für eine Einführung, die wir hier im Raumzeitlabor am Samstag machen, Samstagnachmittag. Und zwar geht es um Go. Go ist ein 4000 Jahre altes chinesisches Brettspiel, ist mit eins der ältesten Spiele der Welt. Und es heißt, es hat einen Untertitel, das Spiel der Götter, weil eine alte chinesische Legende sagt, dass es von den Göttern im Himmel gespielt wurde. So, ich halte ihn mit zwei anderen Spielern. Wer sind wir? Wir sind Spieler aus der Region. Wir sind von jung bis alt, Schüler bis Rentner. Berufe sind breit gestreut, aber es sind hohe Mathematiker, Physikeranteil, Informatiker gibt es viele. Es gibt aber auch viele Japanologen, Japanologinnen, Sinologen, Sinologinnen und so weiter. Warum machen wir den Workshop hier? Weil wir mehr Go spielen wollen, wir wollen mehr Leute haben. Ich habe euch bei Twitter und im Internet irgendwie so gefunden und dachte mir, wenn irgendjemand Spaß hat, dann sind es Informatiker und computerbegeisterte Leute, die irgendwie die Lust haben an kombinatorischen Sachen. Ich weiß nicht, kennt das Spiel jemand? War jemand beim letzten Mal schon hier und fühlt sich jetzt gerade gelangweilt? Aber es gibt ein paar neue Gesichter, sehe ich, glaube ich. Ja, also ein altes Spiel. Wie habe ich es kennengelernt? Durch viele verschiedene Sachen. Einmal hat es ein Freund von mir irgendwann mal geschenkt bekommen und mit mir versucht zu spielen. Wir haben überhaupt nicht kapiert, worum es geht. Ein anderes Mal war es enthalten in verschiedenen Linux-Distributionen, auch völlig unverständlich, falls jemand von euch darüber gestolpert ist. Ich wäre erstaunt, wenn er gelernt hätte, wie das Spiel funktioniert von diesen Linux-Distributionen. Und richtige Spielen gelernt habe ich dann eigentlich mal auf so einem Spieleabend. Wir treffen uns einmal die Woche, montags in der Tomate. Wir sind so 10 bis 15 Leute und zocken dann von abends bis spätabends. So, vielleicht kennt das Spiel jemand vom Spielen, vielleicht auch nur vom Sehen. Und zwar kommt es in verschiedenen Filmen vor. Einmal im A Beautiful Mind, in dem der Protagonist verliert gegen seinen Widersacher. Oder in Pi, auch großartiger Film, spielen die beiden das, wenn sie diskutieren über den Sinn des Lebens. Ein Go-Spieler hat mal auf einem Chaos Communication Camp einen Vortrag gehalten. Der Link zu dem Video ist irgendwo bei euch im Kalender eingetragen. Es gibt eine eigene Comic-Serie, so Sport-Anime. Also wer Mila Superstar und die Kickers und keine Ahnung was, sowas mag, sowas bieten wir auch. Hikaru no Go. Super Serie, total spannend. Und langweiliges Ende. Bitte? Und langweiliges Ende, ohne zu spoilern. Ja, absolut. Aber bis dahin ist es super. Nur bis Folge 60 abwarten. Es hat nur 62. Also, ihr könnt viel gucken und Spaß haben. Es gibt auch eine eigene Linux-Distro, Hikarunix, die sehr produktiv ist, wenn man nur Go machen will. Das ist eigentlich eine Ansammlung aus Screensavern und Wallpapern und Programmen, um Spiele anzuzeigen und so. Also, ihr müsst nicht von Debian oder Slackware oder sowas wechseln, um produktiver zu werden. So, kurz nochmal, was ist Go? Go ist ein rundenbasiertes Strategiespiel für zwei Spieler, bei dem das Ziel ist, mehr Gebiet zu machen als der Gegner. Und zwar funktioniert das folgendermaßen, man sieht oben rechts im Bild, dass die zwei Spieler abwechselnd ihre Steine auf die Schnittpunkte setzen und versuchen, mehr Gebiet abzugrenzen. Sie stecken sich mehr oder weniger so ein bisschen Zaun ab. Normalerweise wird das auf einem 19x19 Grid gespielt, aber auch 13x13, 9x9 und hier zum Zeigen ist auch 7x7 üblich. Ich gebe mal hier so ein Ding rum. Ist leicht begriffen, weil es ist nur ein Grid und schwarze und weiße Steine, aber ist schön anzuschauen. Was gefällt mir so gut am Go? Go hat wenige Regeln, es hat nur 4 Stück. Die kann man in 5 Minuten lernen, danach kann man anfangen Spiele zu spielen. Aber es ist ziemlich komplex, wenn es um Strategien geht. Durch die wenigen Regeln
kann man Steine hinsetzen, wo man möchte, und am Ende gibt es so viele Stellungen im Spiel. Es gibt mehr Stellungen im Spiel als Atome im Universum. Sind viele. Und man sagt, es wurde noch kein Spiel zweimal genau so gespielt. Go besitzt kein Zufallselement. Das heißt, wenn euch Poker oder Skat oder so nicht gefällt, weil man schlechte Karten haben kann und dann verliert, obwohl man weiß, dass man besser ist als der andere. Das gibt's hier nicht. Wenn ihr gewinnt, seid ihr besser. Wenn ihr verloren habt, ist es eure eigene Schuld. Es gibt kein Zufallselement, alle Informationen liegen vor. Go ist wie Schach ein Spiel für zwei Spieler, bei dem die gleichen Fähigkeiten verlangt werden, aber im Gegensatz zu Schach ist es nicht nur eine kämpferische Variante, es ist nur ein kämpferisches Spiel, bei dem sich zwei Armeen gegenüberstehen, sondern am Anfang ist das Brett leer. Das heißt, es ist ein großes Aufbauelement da. Ihr müsst euch selbst erst die Stellungen aufbauen, bevor ihr dann anfangen könnt zu kämpfen. Wenn ihr von einer schlechten Stellung aus anfangt, Streit zu machen, bricht euch die auseinander. Alles muss balanciert ablaufen. Das heißt, zu viel angreifen, schlecht. Zu viel verteidigen, schlecht. Wenn ihr zu wenig wollt, verliert ihr garantiert. Wenn ihr zu viel wollt, verliert ihr vielleicht. Ich habe mal ein kurzes Video, das ich das letzte Mal auch schon gezeigt habe, vorbereitet. Aber es läuft nicht. Kann ich mal kurz... Danke. Und zwar geht es da auch um diese Serie Hikaru no Go und den Boom, den diese Serie in Japan ausgelöst hat. Es war eine Weile lang nur als Spiel für alte Männer bekannt, weil die ganzen Kleinen halt von PlayStation und so begeistert waren. Und vor ein paar Jahren kam eben diese Serie raus und die ganzen kleinen Kiddies haben angefangen, Go zu spielen und die ganzen alten Leute zu verdreschen. Und es ist ein schönes Video. The old folks used to have it all their own way, but now their dominance is under threat. Youthful challengers are infiltrating clubs like this across Japan. An age-old game of territorial expansion, Go was seen as a game for grandfathers. Now it's enjoying a remarkable revival. Like many nine-year-olds, Seiya Kitabatake is fond of his video games. But the PlayStation now has competition. A board game invented in China 4,000 years ago. You really have to use your brain to play Go, not like computer games, he says. You need a good strategy to win. It all began when a popular manga comic introduced a story about the game. The spirit of an ancient master helps a young boy overcome his problems. When an animated cartoon was released last year, tens of thousands of children started signing up for classes. The first day of the school holiday, and Seiya is ready for a marathon session. It's a complex and absorbing game with endless variations. In the land of Pokemon and manga, the craze for an ancient board game is as welcome as it is surprising. Parents worry that video games lead to irritability and a short attention span. Go, by contrast, is seen as promoting the traditional Japanese virtues of patience and courtesy. Yukari Umizawa has star status with the young enthusiasts. She's the technical advisor for the cartoon and helps promote the game on behalf of the National Go Association. It's extraordinary how many children turn up for classes nowadays. It really used to be an old person's game. It's amazing how much the kids know about it. They already know a lot of the technical terms before they turn up. Today, it's a masterclass for the under sevens. Advocates say the game helps brain development and creativity. A few more weeks and these kids could be giving their grandparents a run for their money. Charles Scanlon, BBC News, Tokyo. Yeah, good. Ja, P und The Beautiful Mind sind super Filme, kann ich nur empfehlen. Am Samstag fangen wir um 14 Uhr an. Teilnahme ist kostenlos, wir haben viel Material, kann jeder kommen und Leute mitbringen, wie er oder sie möchte. Wir haben vor, hauptsächlich zu spielen.
Wir werden auch was erzählen über ein paar Sachen über die Geschichte, wo kommt's her, wie sieht es zurzeit in Asien aus, wie viele Spieler gibt es in Deutschland und warum Schach zurzeit von Computern stärker gespielt wird als von Menschen, aber im Go das noch nicht der Fall ist. Bis vor 5 Jahren hat man gesagt, oh, das wird wahrscheinlich gar nicht klappen. Seitdem gibt es ein paar Algorithmen und neue Verfahren. Zurzeit sagt der Programmierer vom stärksten Go-Programm, er wettet, dass er in 10 Jahren den ersten Profi schlagen wird. In Asien gibt es Leute, die das für Geld spielen. Deswegen Profis. Die können in Turnieren $500.000 gewinnen und so. Das heißt, die sind, die machen was für ihr Spiel. So. Wie gesagt, am Samstag ab 14 Uhr, jeder kann kommen. Wer am Samstag nicht kann, kann uns auch gerne besuchen. Wir sind jeden Montag in der Tomate ab 18.30 Uhr. Auch mit genügend Spielmaterial. Jeder kann Leute mitbringen, wie er möchte. Auch mit der Europameisterschaft. Wir gucken und spielen gleichzeitig. Wenn euch das zu laut ist, könnt ihr auch nach der Europameisterschaft kommen. Es gibt auch mittwochs in Heidelberg einen Spieleabend und donnerstags in Weinheim, falls jemand von euch von dort kommt. Und wer schon mal üben möchte, ist das ein super Link. Das ist eine interaktive Einführung, Java und auch Flash. Und man kann da ein bisschen rumspielen und die Regeln lernen. Das ist die beste Einführung, die man so im Netz findet. Die Flash-Version, die Java-Version funktioniert übrigens besser. Nee, Quatsch, die Flash-Version als die Java-Version funktioniert. Ja? Ja. Ich habe kein Flash auf dem Laptop, aber es steht auf der Homepage, deswegen habe ich es dazu gesagt. Ja? Das war's. Ich hoffe. Ich hoffe, ich sehe euch alle am Samstag.